Och, So, herzlich cool. willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem Gruppen-Let's Play. Heute ohne Sören. Und ja, heute werden wir mal ein bisschen was bauen und ich würde mal sagen, Felron führt uns erstmal zu dieser Gegend. Also Jo, genau. ich hoffe, ich muss heute nichts vorlesen. Mir tut die Schulter von gestern noch weh. Nee, Ja, nee, also alles nicht, dass mir der Arm noch abfällt, so wie ich Helikopter gespielt habe. Helikopter, Meine Hülle, mir Helikopter. knarzt die Schulter, das glaubt ihr nicht. Genau, am besten einmal fliegen, weil das ist eine lange Reise. So groß ist die Welt doch gar nicht. Genau. Hui. Oh, 10.000 Blöcke, viel Spaß. Ja, auf jeden Fall, wir bauen heute oder fangen an, ein Dorf zu bauen. Oder eher gesagt eine Stadt. Kann man sehen, wie man möchte. Ist auf jeden Fall ein etwas größeres Projekt. Und ja, damit wollen wir heute anfangen. Da Schneller, bin ich. schneller! Yay. Guck dich, au. Einmal durch. Oh, das Glas ist hart. Genau. Hat jemand an den Erste-Hilfe-Verband gedacht? Erste-Hilfe-Kasten? Ich Nein. meine ja nur. Ja, genau. Also das ist das Dorf, wenn man von oben schaut. Die Häuser, Umrandungen stehen, aber müssen jetzt einen Baustil finden. Aber man kann sich ja an der Kirche ein bisschen orientieren. Ja, so als kleinen Marker, so eine kleine Orientierung. Leichte Abweichung hast du ja eh immer, weil jeder einen anderen Baustil hat. No. Ja, Oder wie der genau. Baumeister des Vertrauens sagt, es macht das Ganze ja erst recht so interessant. Also ich würde einmal sagen, dass ich mal vor die Kirche oder so eine Kiste hinstelle, wo wir dann die generellen Baumaterialien drin haben. Genau. Was brauchen wir denn alles? Stonebricks. Die lauteste Wolle der Welt. Ja, ne? Ich finde auch von den Strukturen her den Unterschied zwischen der einfachen Wolle und den Pillow, den Kissen, sehr interessant. Es ist richtig Pillow, okay. Es gibt Pillow, das war Ja, irgendwie das in der gehört zu Kirche, der wo wir gelaufen sind. Ja, Ah. hier, das ist die Kirche. Und Hier ich ist glaube, da müsste Pillow. auch, genau. Das ist Pillow, genau. Erst ist es von der X-Farming. Ah. X-Farming? Ich glaube X-Farming. Ja. Ah, Ich finde es schon. trotzdem, also ich finde es hübsch. No. Hat was. Ja. Ist mal was anderes, ne? Eine andere Struktur, ein bisschen anders Warum so. ist die Kiste hier direkt vor der Tür? Ich komme hier raus. Ja. Ups, spring Stoin. doch einfach. ja, was sollen wir als Dächer nehmen? Sollen wir auch Spruce nehmen, was wir hier bei der Kirche haben? Oder sollen wir so einen Mischmasch wieder machen aus zwei Holzarten? Oh, Mischmasch klingt schon ganz geil. Ja. Ja, dann würde ich auf jeden Fall einmal Spruce nehmen. Ja, was denn noch? So, Wir mal gucken, können wir haben wir. Eichenholzplanken nehmen. Ich glaube, ich komme mal mit um den Weg. Marone. Gravel, Ach, das ist schön. dann Dirt. Also wenn du willst, kannst du den Weg einfach weiterführen oder wir machen halt einen etwas anderen Weg. Aber wenn du willst, kannst du den Weg einfach weiterführen. Na, ich hätte es hier in diesen lilanen abgesteckten Gebieten gebietet. Jo, okay. Lila? Willst du es Ich schneller kann ja haben gerne meine oder? Brille leihen, aber für mich ist das Magenta. Steht jedenfalls da. Ich magenta dich gleich. Lila, Magenta, Rosa, alles das Gleiche. Irgendwas zwischen Rot und Blau. Ja. Bei der Telekom. willst du das von Hand bauen oder willst du schneller machen? Na, ich gebe mir jetzt gerade ein bisschen die Rohstoffe per Creative und würde dann aber den Weg selber per Hand bauen.
Okay, weil es gibt da auch den Brush, dann kannst du es einfach eintragen, wie viel Prozent, und dann kannst du es einfach ziehen. Ach so. Also, wenn du willst, kannst du es schneiden. Okay. So, dann einmal an dich, Sakura. Also Spruce, da ist ja Fichte. Und dann entweder Eiche oder Spruce und Pine, also Pinienholz. Nee, ich würde schon hier nehmen. Ein bisschen was Ja. Helleres, so als leichten Akzent mit rein. Ja. Okay. Also sonst, was ich auch mal ganz eigentlich schön finde, ist immer ein bisschen das hier, aber das passt jetzt nicht so gut, glaube ich. Weiß es Für nicht. die Häuser an sich, für das Dach wieder die Fichte. Aber Okay. die Häuser an Also. sich macht sich das eigentlich nicht schlecht. Ja. Also für die Mauern, die Akzente, für die Ecken, um die Fenster etc. pp. ist das, finde ich, nicht verkehrt. Und für das Dach, Okay. Die beiden oder das nur was so, Spruce? genau. Nee, Also die man kann auch beiden. beides machen, dass man auch wieder Okay. die Ecken so leichte Akzente setzt. Zum Ja, okay. Beispiel. Sagen Sie doch was, wenn wir im Weg stehen. Neben Ich mir steht. wollte ja gerade unter Fellrin die Blöcke abbauen, heimlich. Ach, tut mir echt leid. Das nächste Mal Okay. unauffällig räuspern, damit ich Bescheid weiß. Okay, also dann nehmen wir mal das und das, dann nehmen wir das. So, das, die Treppe. Es So gibt hatte nichts. das jetzt hier mal ein bisschen. Es gibt nichts Schwierigeres als Zufall. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Weil der Ich Mensch mache einfach einfach immer zu sehr blind. in Mustern denkt. Ja. Es ist, ja, das. Vor allen Dingen schmerzt mein Herz. Es müssen alles Potenzen von zwei sein. Das muss alles symmetrisch sein. Also heute die Spezialfolge beschäftigt sich alles um Monk. Wir kommen dazu. Ab und zu hört man so kleines Schluchzen von mir. So. Ach so, ich dachte, das waren die Bauklötze, die dir, also die Steine, die du jetzt verwendest, dass die weinen. Also, man weiß es ja nicht. Es ist alles dieselbe Richtung. Was wir auch noch machen können und womit wir bauen können, in der neuesten Voxel-Version gibt es ja jetzt Compressed Cobblestone. Ah, okay. Also das ist Nice. zweifach, das ist dreifach und dann geht es halt immer weiter. Nice, nice. Ah nee, warte. Das ist einfach compressed, das ist zweifach, das ist dreifach, das ist, glaube ich, vierfach, das Bin ist ich fünffach, interessant bei sonst das ist auf sechsfach. meinem Klon hast du dieses Kiesgeräusch und hier nichts. No. Stille. So, das ist einmal die Reihe. Das ist einfach Diamant drin, let's go. Ja, warum auch immer. Genau. Also könnte man auch benutzen für das Bauen. Was brauchen wir denn noch? Warum haben wir. Ach ja, stimmt. Man bekommt aus dem letzten, wo ein Diamant drin ist, bekommt man einen Netherite-Square. Warum auch immer. Also Lol. antiken. Wie heißt es da mal? Vom antiken Schrott. Die Netherite-Platten. So. Bin mir nicht sicher, ob ich sowas jemals gesehen habe oder gefunden habe. So. Dann einmal eine Wall. Dann Fences. Spruce Eiche. Ja, so ist ganz cool. Dein Sprücheeinsatz war auch schon mal besser, Ronny. Wusstest du das? Was? Wie wo? Ja,
Er redet was von einer Wall und ich warte nur auf dein. Ich dachte, das wäre so dein Einsatz. Aber nein. Ich bin gerade. Aber. Es tut mir leid. Aber gibt's nicht mehr, die haben sich aufgelöst. Es gibt noch aber das Zum Glück, ich habe die Musik nie gemocht. Oh, das gibt Kommentare wieder. Oh ja. Ja. Gibt's aber Dubstep-Variante, dann wäre ich dabei. Ansonsten. Aber sowas von. Jetzt? Nee, ich werde jetzt mit dabei sein. Dann lieber Dubstep, Hardcore, meinetwegen noch die Metal-Variante, aber ansonsten. Okay, lass mal. Was wollen wir denn für ein Tree, also für ein Tree nehmen? Auch Sprucewood, also Fichten? Oder? Achso, ich dachte jetzt mal hier ein Skill-Tree. Wollte gerade schon sagen, ich werde Magier. Hey, Mage bin ich. Ja gut, dann mache ich Kampfzwerge. Ach nee, wir sind nicht bei D&D. Ach, verdammt. Ja, Pine gibt's ja schon ganzes Biom eigentlich, ne? Ja. Aber jetzt ist es ja schon so im Stil. Wissen die vereinzelt quasi, dass die vereinzelt gepflanzt sind oder wie eine Allee? Wie hast du mir das gedacht? Oh, also ich würde eher so die Bäume später in der Stadt pflanzen, wo es hinpasst und jetzt nicht so strukturiert. Also an manchen Stellen, so hier zum Beispiel an der Seite, wo so viel Platz ist, kann man strukturiert machen. So als Eingangsbereich. Aber sonst einfach so zum hinpasst. Beispiel. Genau, sonst hier so einmal an die Ecke oder so, oder weiß nicht wo. Was? Aber ich würde dann, ja. Was passen würde, wäre Pine und Birke. Ich bin mir nicht sicher, ob wir überhaupt so viel Birke gesehen haben. Das meiste war ja Pein. Ja, Pein ist ja ein bisschen eher so im Fichtenbiom, glaube ich. Und darum würde ich Birke passt, glaube ich, jetzt nicht so gut. Naja, aber in der Stadt, wenn in der Stadt hast du ja auch nicht immer nur die heimischen Bäume, sondern auch von überall her. Ja, das kann man nehmen. Also man das meine ich ja. Also in der Stadt, so als leichten Kontrast mit dem hellen, weil wir ja schon auch mit dem Pein viel dunkel bauen, dass es einen schönen Kontrast gibt. Ja. Und wie gesagt, in der Stadt hast du auch Bäume, die ja eigentlich sonst nicht heimisch sind. Also. Ja, dann kann man Birke, Pein schon nutzen. Vielleicht auch ab und zu Fichte, aber da haben wir jetzt ja schon sehr viel. Dann. Also Pein habe ich normalerweise immer dann, wenn ich meine eigenen Witze höre. Ach nee, es war ja Pain. Wir auch. Nennt sich Pain in the Ass. War sowas von. So, gucken, wie es aussieht mit Kopfsteinpflaster. Ich habe ein bisschen ab. So, da ich ein wie ein Gehirn habe, machen wir das jetzt als öffentliche Stadt oder? Ja, ja, das, also ja. Dachte ich. Okay. Ja, das ist einfach eine normale Stadt. Also. Jo. Hä? Ach! Ja. Hä? Moment mal. Das ist grobe Erde, nicht normale Erde. Aber ich habe doch hier irgendwo diese feine Erde gesehen gehabt, habe mich da verguckt. Ja, eben, also hier ist er mal stellen. Okay, gut, dann muss ich also doch. Also siehst du, mache ich da gleich Cobblestone. Noch ein bisschen. Jo. So. Was kann man nochmal nehmen? Was man vielleicht machen könnte. Also entweder wir machen es. So, dass wir sozusagen hier eine Mauer haben. Das sind die Ecken sozusagen. Das haben wir ganz schnell gebaut. Und dass wir einfach hier rein Bricks platzieren. So. Oder dass wir
wenn man von hier guckt, dass man das Ei nach hinten setzt, die Wand, weil dann gibt das ein bisschen mehr 3D-Effekt. Na, ich würde eher. Ich würde eher sagen, von vorne so Slaps gegensetzt. Achso, die geht ja, glaube ich, mal gar nicht, dass sie sich dann so an die Wand lehnen, ne? Nee, leider nicht. Ah, okay. Also sowas, oder was ich zum Beispiel in einer der Städte, ja. Bonnie, oder Felron, mit dem Schraubenzieher, wenn man das doch dreht, dann geht das eben auch. Mhm. Also nicht an die Wand. Ja, eben. Das lässt mein Test und mein Klon und so leider nicht zu. Nee. Oder also, dass man halt so wirklich Mauern hat. Oder die dritte Möglichkeit wäre, die ich jetzt bei der Stadt, die ich gebaut habe am Anfang, dass das so macht, dass man hier sozusagen statt die Steine eine andere Holzart hat. Ja. Also jetzt muss jetzt nicht Eiche sein, aber dann sieht es halt nicht so nach Stadt aus. Aber das habe ich dann ja da vorne auch gemacht. Ich frage mich nur, warum Eiche, Eiche so eine komische Textur hat, die sich nicht so wirklich kächelt. Das hier wirkt wirklich so wie so eine richtige Kanten zwischenteils. Ja, ab und zu. Also ich wäre, glaube ich, eher für die Brick. So, ja, okay. Ich auch. Also. Das passt halt auch mehr dann zu einer Stadt. Ich meine, man kann ja gucken, ob man denn zum Beispiel, die Cobblestone-Blöcke da nimmt. Die Textur passt ja auch relativ gut, vor allen Dingen, weil die auch so ein bisschen hörflösend ist. Ja, man kann dann die Wand auch noch mischen, aber dass sie halt steinig ist. Ja. Okay. Na, doch. Oder, kannst du mir einmal Cobblestone geben? Guck dich. An den Kopf geschmissen. Oder dass man das so macht, dass man einfach hier so. Ja, das sieht kacke aus. Ja, eben. Das ist halt das Problem, dass manche Texturen so niedrig auflösend sind und manche so hoch auflösend ist. Da wird es dann ganz schwierig, solche Sachen zu kombinieren. In der nächsten Version kommen die Bricks raus. Das verspreche ich. Wenn dann höchstens ein Streifenlook. Das wäre das Einzige, was mir so einfallen würde. Ja. Oder oder man macht wirklich ein Muster hier rein, sozusagen, dass hier dann das Fenster ist. Eigentlich hier das Fenster. Und dass man dann, jetzt haben wir hier, dass man irgendwie es so umrandet. Nee, das sieht auch kacke aus. Hm. Ja, ich meine, man kann ja zur Not noch, um so ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Was zum Beispiel auch von der Textur für Häuser vielleicht ganz geil aussieht, sind diese. Oh, kann ich mir gleich ruhig Platz im Inventar. Sind hier diese Ziegelblöcke, die sahen so vom optischen erstmal ganz geil aus. Wo sie quasi so dieses haben, was halt so diese Stonebricks haben, nur halt in diesen hochauflösenderen Design-Dings. So, das sieht halt auch ganz schnieke aus. Ja. So die Ecken oder umgedreht? Kann man auch machen. No. Dann würde ich aber so machen, dass das hier von dem sozusagen verdeckt wird. Ja, nee. Das sieht auch kacke aus. Na, ich will. Achso. Ja. Das ist halt die Frage. Man kann natürlich zum einen die Wände so bauen, dass man jetzt hier. Also, die Erde soll jetzt die Puppe darstellen. Man kann es natürlich zum einen so bauen, dass die Ecke komplett verdeckt wird.
Oder was man auch natürlich probieren könnte, ich weiß aber nicht, wie das optisch wirkt, ist, dass das einfach nur so anlehnt. Aber ich glaube, das macht weniger Sinn. Das macht. Ja, Nee, also eben, ja, nee. was ich immer gerne baue, also mein Lieblingsbauer, ist sozusagen das hier. Oh. Dass die halt so verdeckt werden. Die Ja, Ecken. stimmt. Sieht so schon besser aus, ja. Darum. So, dann baue ich mal hier die Berliner Mauer weiter. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Endlich hat er es verstanden. So. Okay. So. Dann nehme ich mal Fichtenholz rein. Cobblestone. Merkmal. Was brauchen wir denn noch? Aber ich glaube, das reicht erstmal von den Materialien her. Ja, die Grundsachen da. Dann nehme ich mir mal eins raus. Und ich würde es dann vielleicht so machen, weil manche Häuser sollen dann ja auch ja, so 2 Etagen bekommen. Vielleicht. Dass dann die untere Etage Bricks ist. Zwischen den Stämmen. Und die obere Etage immer Holz. Vielleicht. Weil nur Bricks sieht ein bisschen komisch, glaube ich, aus. Ich würde aber Was, wenn sogar das. fast sagen, dass wir generell mit diesen 2 Etagen, weil ich glaube, also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber mir war irgendwie so, dass im Mittelalter sehr viele Häuser mal 2 Etagen hatten. Das war, also ich, Ja. zumindest kann ich mich so dran erinnern, bei den meisten Filmen, die so im Welche Mittelalter Epoche? spielen. Das ist halt die Frage. Also ich, da kenne mich halt überhaupt nicht aus. Mittelalter. Ja, dann würde ich das auch so machen, dass so Mittelalter, ja, kleinere das ist es ja. Angefangen haben sie mit Langhäusern. Die hatten nur eine Etage. Und da war der ganze Clan untergebracht. Die Frage ist jetzt, ja, Mittelalter, es geht bis ins späte 15. Jahrhundert. Ja, hat aber schon vorher angefangen, also weit vorher angefangen. Welche, also nicht nur die Zeit, welches Land, welche Kultur. Nicht alle hatten die Möglichkeit, zweistöckig zu bauen. Also wie gesagt, mit den Holzstrukturen von den Langhäusern, von den Kelten, den Wikingern, das haben die nie gemacht. Das kam ja erst alles so später, wie dann auch das mit dem, wie sie angefangen haben, auch mehr mit Stein zu bauen, und obwohl das die Ägypter ja schon weit vorher gemacht hatten. Aber das Prinzip, dieses Zweistöckige, kam relativ spät. Okay. Ich mache mal kurz Bildschirmabgriff. Also ich würde jetzt nicht so bauen, aber von der Art her halt die Grundstruktur unten Stein. Und dann darüber Holz oder weiß ich nicht was. Na, das ist ja so typisch die Fachwerkhäuser. Unten das Stein, weil ja damit ein schönes, ordentliches Fundament ist, für dem was drauf ist. Ja. Ja. Also Fachwerkhäuser würde ich jetzt nicht machen, weil es jetzt die Struktur nicht so gut in Mindest geht. Aber so vom Aufbau her halt unten Stone Bricks und dann oben Holz oder etwas Leichteres halt. So. Wo ist die Kiste? Die Kiste ist weg. Ah, nee, ich sehe sie nicht. Oh, ach, oh, ich dachte schon. Hilfe. Ja, das ist so Eieiei. ein Bug, den ich auch schon öfters in Minecraft hatte, dass die Kisten immer erst extrem spät nachladen. Ja. Felron, wenn du mit einem andersfarblichen Wollblock markieren könntest, welche du zweistöckig haben möchtest. Oh, das weiß ich Bevor noch ich jetzt nicht. hier anfange zu wuseln und Na, also ich würde das jetzt einfach so ein bisschen so machen, dass
die ganz kleinen Häuser wie sowas hier, wo ich jetzt gerade drin stehe, hinter dem, ja, sowas oder sowas hier am Rand, nur einen Stock kriegen. Also ein, also nur das Erdgeschoss plus halt Dachboden. Und etwa, also so größere Häuser, wie sowas jetzt hier, wo Bonifat ist, schon zweistöckig. Aber wäre umgedreht nicht besser, weil die kleineren Häuser haben ja eine kleinere Grundfläche. Das heißt, damit die mehr Wohnfläche haben, wäre doch auf zwei Etagen besser. Wären die großen ja schon eine große Grundfläche haben, als Wohnfläche, ja, so gesehen. Na, wenn man das so zweistöckig macht, dann wird das ja mindestens mit Dach so hoch. Ja, so vielleicht. Und das sieht halt etwas unnatürlich, glaube ich, aus für so einen kleinen Flächeninhalt. Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, wenn das von der Gesamtoptik her passt, dann macht die Größe so eigentlich... Also, würde ich jetzt persönlich erstmal nicht ausschließen unbedingt. Ja. Ja, man könnte es ja einfach gemischt machen. Manche Häuser einfach auch kleinere zweistöckig, manche einstöckig. No. Ich sag mal, quasi je nach Verwendungszweck. Genau. Ist es eine Agrar? Ist es ein Geschäft? Ist es ein Wohnhaus? Wofür ist es? Ja, kann man zum Beispiel das so machen, dass beim Lager oder so das zweistöckig wird, dass man einen Lagerraum unten hat und dann an... Ja, zum Beispiel hier eine Treppe oder so zwischen die zwei Häuser hoch, wenn das in der zweiten Etage beide Schlafräume oder so haben, als Zimmer oder so. Oh, schöne oder Taverne und dann oben drüber noch Schlafzimmer. Oh. Genau. Ja, doch, das gefällt mir. So, so kann man den Weg schon ein bisschen abstrahieren. Dein Ernst? Wir sind hier nicht... Ich hätte jetzt fast gesagt, du weißt doch, mit wem du redest, aber... Ja. Also was man zum Beispiel schon so sagen könnte, ist, dass das hier wäre vielleicht Lager ganz gut, ist halt einfach... eine normale Grundstruktur und zum Beispiel hier hinten, da ist ja auch relativ nah am Marktplatz dann, das könnte zum Beispiel eine Taverne oder so werden. Jo. Ja. Hey, eben genau, das Taverne schon am Marktplatz, das macht schon, schätze ich mal, Sinn da. Ja. Und dann vielleicht die beiden Häuser hier Geschäfte. Ja, ein bisschen groß für Geschäfte, aber. Ja, eben sowas wie so Supermärkte gab es ja damals gar nicht. Das waren ja meistens eher dann eher so ein offener Markt oder sowas. Ja, die Marktstände. Wo sich dann immer zwei Fischer angefunden haben, damit die sich gegenseitig mit ihren Fischen verkloppen konnten. Das war Asterix und Obelix. Ach ja, daher kam ja Bonix. Stimmt, aber ja was. Ja, mein gesamtes Mittelalterwissen stammt von Asterix und Obelix. Vikings. Oder man macht so, dass man für die größere Stadt hier die zwei Häuser wegmacht und den Marktplatz noch größer. Das kannst du nicht auch machen, ja. Weil der Marktplatz ist ja jetzt relativ klein. Ey, wir können ja hier das Haus das Teufel wegnehmen und dafür auf der anderen Seite vom Weg hier ein kleineres Haus hinmachen, weil hier ist noch so gar nichts. Ja, das stimmt. Ich muss mich gerade beherrschen, daraus kein Smiley zu machen. Die beiden Häuser hier weg. Was machst du denn da? Ein Smiley. Ich verstehe dich. Ich weiß genau, was du meinst. Hui!
Wie sieht's von oben aus? Hat er eine Zahnlücke? Okay, das, das sieht ja doch ein bisschen asymmetrisch aus, aber gut. Abstrakte Kunst. Ja. Ach ja. Da war die Wolke ganz schön tief. Ja, jedes Mal. Ah. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Nein, die Spitze vom Turm, die wurde abgesägt. Oh. Ich glaube, die hinten, hier hinten gehen die Wolken wirklich sogar sehr nah über das Land direkt. Hm. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Bei die echte Welt, da würden sich ja halt die Wolken dem Höhenverlauf ein bisschen anpassen. Das ist so, sowas gesagt, natürlich bei meinen Tests nicht, da haben die Wolken immer eine konstante Höhe. Entweder du hast Flachland, dann sind die Wolken ewig hoch. Oder du bist halt auf dem Berg, dann, ja. Sind die Wolken unter dir. So. Hui. 27. Okay. Wie heißt denn nochmal dieser Generator? So. So, jetzt geht's noch da weiter. Ding, 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 ding. Ellipse. Sollen wir den Marktplatz symmetrisch machen? Als Kreis oder soll der ein Ei werden? Damit der hier den ganzen Platz. Na, die Frage ist, was wir wirklich vorhaben. Ob das so ein offenes Gelände ist, wo dann irgendwie was in der Mitte ist, sowas wie so ein Brunnen oder so ein Parkbereich oder. Ja, Marktplatz würde ich einfach sagen, ein paar Marktstände, ein Baum oder ein Brunnen in der Mitte. Aber eben so die Marktplätze würde ich schon so ein bisschen im Kreis anordnen. Die Frage ist halt, wirklich schräg bauen kannst du ja nicht. Das heißt, du kannst ja nur im rechten Winkel anordnen. Also soll er einförmig werden oder soll er kreisrund sein? Na, ich würde schon machen beides. Also, dass die Märkte quasi so wie als Viereck angeordnet sind und dann aber in der Mitte halt ein runder Brunnen steht oder irgendwie sowas. Und dann würde ich aber die Grundfläche jetzt vom Kreis zu eiförmig machen, damit er den ganzen Platz einnimmt. Ja. Oder? Okay. Dann muss ich nochmal abmessen. Okay, also ich zeige euch einmal das Vorschaubild. Das wird dann so ein Ei. Ja, das ist nicht verkehrt. Warte kurz, mal gucken. Wo ist denn das? Big Blue Button.